Morgen, ich bin ja der Reichsführer in Kambodscha, besonders in Siem Reap. Heute haben wir ein Programm und wir werden heute der erste zum See von den Sand fahren und wir werden den Dorf und dann auch einige Tempel, der nicht so weit von dieser Frage ist. Man gerne diese Brücke wieder ausbauen will. Und rechts, wieso ist das in der Brücke? So, jetzt sind wir bei einem ritualen Tempel, sogenannten Bako. Und dieser Tempel ist auch der Regierstempel von dem König Chayavaha, von dem König Islamwarman, der erste. Und dieser wichtige Tempel liegt in der Mitte von der gesamten Anlage der Rudolf-Kufa. Wir sind jetzt am technischen Eingang vor dem Tempel, sogenannten Bako. Und links rechts von uns ist der Wasserraum. Dieser Tempel hat für die Versorgung, zum Trinken, zum Duschen, zum Bewäschen. Und die zweite Funktion benutzt man hier die Kondition, also Wasser und Speich. Und die zweite Funktion benutzt man hier den Schutz. Und die vierte Funktion benutzt man als Mine, als nur die Ozean. Dankeschön. Yes, sir.
So, jeder Tempel hat man riesige drei Tiere dargestellt. So, die erste Löwe, Symbol der Chef, die Tiere vom Land. Darum hat man die Löwe, Symbol als Macht oder Kraft. Und der zweite Naga, die königliche Tiere vom Wasser. Und der dritte Garuda, dieser Vogelmensch. Und die Löwe und Naga können sehr gut die böse Geister vertreiben. So, jetzt wir können rote Ameisen sehen. Es gibt hier schwarze Ameisen, rote Ameisen. Rote Ameisen leben meistens in Blätter, der schon Netz gemacht hat. Und diese rote Ameise kann man als Gewürze so benutzen. Zum Beispiel gebraten Rindfleisch mit den roten Ameisen. Guck mal, kann man auch frisch essen. So, nimmt man raus. Oh, komm, alles so beißen. Schmeckt gut, wie Zitronengras. Wollen probieren? Alle fahren Richtung Angkor Wat. Uncle Tom is younger than the one that they have.
So, hier war das Schwimmbad für die Konkubinen des Königs. Wenn man so ein Schwimmbad für die Konkubinen hat, ich glaube, dann hat man es geschafft. That's why also this is one of the important things said about golden snake placed on the top. Gut, das Tempel heißt Babun. Er war der erste Mittelpunkt von der Stadt Angkor. Jetzt sind wir bei der Elefantenterrasse und die Elefantenterrasse war Tribüne und die Tribüne wurde hier nur damit benutzt, wenn der Krieg geführt. So hier ist der Sitzkasten für die Offiziere und links ist der Sitzkasten für die König. Und dies war die Sitzkaste für den König und die wird getragen von Affenmenschen? Von den Garuda und Löwe. Aha, das sind also Affen mit Menschenkopf oder wie? Ne, mit Vogelkopf, Garuda, ne? Garuda ist Vogelmensch. Ah, Vogelmensch. Affe mit Vogelkopf. Garuda und Löwe, nicht Affe. Ja. Liebe zu machen, um diese Krankheiten der König weiter zu verstecken. Deshalb, der König hat so viele Frauen Liebe gehabt und er weiß es nicht genau, wer das Liebracken. Der größte religiöse Tempel der Welt ist und auch die, ja, den Höhepunkt von der Tempel von der gesamten Anlage da. Und auch die das
This is Yeah, there is a way down, and the bus on the left has... Let me just show you to really get sprouts, so you have to hear one by one. Kurze Pause bei Angkor Wat Besichtigung. Wir sitzen hier in einem schönen Dschungelrestaurant, kann man sagen. Ne? Ja, im Schatten. Im Schatten. In der Sonne ist es ganz schön schnuckelig, ne? Nicht schlecht.